Ja, hallo liebe Klemmbausteinfreunde, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil von dem Eisenbad, von Eisenbad-Seekuh, so heißt sie, um genau zu sein. Und ja, den ersten Teil habe ich jetzt schon komplett geschaut gehabt. Der war minimal eher fertig, als ich mit dem ersten Teil fertig war, den ich da jetzt fertig habe. Ich habe ja so gut wie nichts geschafft, ne? Aber ja. Sowas kommt auch mal vor. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Wir haben ja noch einiges vor uns und ich habe mir als Ziel gesetzt, zumindest die Hälfte der restlichen Anleitung zu schaffen. Weil wir sind gerade mal auf Seite 26, geht es jetzt weiter. Und es geht bis Seite 147. Ja. Dabei wollte ich eigentlich den zweiten Teil jetzt gucken. Das überlege ich gerade aber stark, weil da bin ich dann doch wieder zu sehr abgelenkt. Ich muss es noch stark überlegen. Und dann komme ich vielleicht wirklich wieder nicht weit. Ja, vor allem ist das mit der Farbe so eine Sache. Da muss ich jetzt wirklich mich mehr konzentrieren. Deswegen ist vielleicht keine gute Idee, ist dabei noch was zu gucken. Ich schau mal. Auf jeden Fall geht es hier jetzt damit weiter. Und wie ihr es wahrscheinlich schon ahnen werdet, es ist für mich gerade genau nach dem ersten Teil. Allerdings kommt dieses hier versetzt um einiges später, damit es ein bisschen Abwechslung auf dem Kanal bleibt. Und dementsprechend habt ihr dazwischen noch ein paar andere Videos gesehen, die ich jetzt noch gar nicht weiß. Ja, so sieht's aus. Gut, viel Spaß mit dem Video, es geht weiter. Ja, wir haben schon ein bisschen was geschafft. Eigentlich wollte ich ein Stück später erst einen Cut machen. Aber es gibt hier gerade was zu berichten. Im ersten Teil habe ich es ja erwähnt, dass das mit den Farben hier so eine Sache ist. Und dass man da ganz schön aufpassen muss. Jetzt weiß ich auch, warum ich da ständig in die Katastrophe gerauscht bin, obwohl ich aufgepasst habe. Jetzt gerade ist mir nämlich was aufgefallen, was ich nochmal nachgeguckt habe und zurückgeblättert habe. Tatsächlich auch in der Vergangenheit in der Anleitung so war. Hier hat man jetzt ganz deutlich Schwarz, Dark Blush Gray, Light Blush Gray. Was jetzt aber zur Verwirrung führt, auf dieser Seite ist das Dark Blush Gray, auf der anderen Seite ist das Dark Blush Gray. Das ist viel heller. Plötzlich. Hier ist es pechschwarz, hier ist es hell. Und das ist immer wieder mal der Fall, dass Dark Blush Gray zwei Farbtöne hat. Entweder total dunkel oder dieser hellere Ton. Und deswegen werfe ich die dann durcheinander gerne. Deswegen habe ich da ständig Probleme und bin am Blättern und am Wühlen und verstehe die Welt nicht mehr. Das da ist das gleiche wie das da. Also zwischendurch kann es schon mal sein, dass es viel dunkler ist und dann muss man ja aufpassen. Ja. Ein bisschen was hat sich schon getan. Es sieht ganz ordentlich aus. Macht auch riesig Spaß zu bauen. Es ist total verrückt, aber ja, im Chaos liegt die gewisse Ordnung, ne? Kennt man ja vielleicht aus gewissen Filmen oder Zitaten. Es ist ja auch nichts anderes als ein Zitat, was ich jetzt gerade gesagt habe. Und es passt. Es passt wirklich. Es macht riesig Spaß zu bauen, auch wenn man noch nicht so 100% weiß, wo das Ganze hinführt. Entschuldigung, ich gähne schon wieder. Ja, wir können hier auch den Anker lichten und
bauen jetzt einfach mal weiter. Es macht auf jeden Fall riesig Spaß und muss jetzt unbedingt weitergehen. So schaut das Ganze schon jetzt nach mittlerweile 58 Bauschritten aus. Ja, ist ziemlich voluminös geworden. Der nächste Schritt wird jetzt hier oben diese Kajüte oder dieser ja, Aufbau mit dem Rotor hinten dran. Und ja, ich weiß nicht, was ich da groß zu sagen soll. Es ist einfach interessant zu bauen und die Bautechniken sind teilweise echt interessant. Und ja, es ist irgendwie, obwohl es total chaotisch ist, auch irgendwo stimmig. Es widerspricht sich, ich weiß, aber ich, ja, das so ist halt vielleicht Steampunk auch so ein bisschen, ne? Ich meine, irgendwo muss das ja, ich sag mal, einen roten Faden dafür geben und Steampunk ist hier definitiv der rote Faden. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht umgesetzt. Aber erstmal auf diese Idee zu kommen, das ist schon echt enorm. Und es wird ja gleich noch abenteuerlicher, geht es ja genauso weiter. Was mich aber am meisten verwundert ist, wie gesagt, wir arbeiten hier mit Steinen noch aus der Zeit von Lepin. Und das fällt in keinster Weise auf. Das ist das Erschreckende. Es fällt in keinster Weise auf. Ja, wir haben hier und da leicht verkratzte Fliesen. Aber wir haben eine Top-Klemmkraft. Und zwar damit meine ich eine Top-Klemmkraft. Die ist super. Hier hält alles. Auch die Sachen hier auf einer Noppe, die halten. Da kann ich mit dem Finger drüber wischen. Das ist überhaupt kein Problem. Es kommt mir nicht so vor, als wenn das Lippin ist. Ich meine, ich habe von Lippin ja so ein bisschen was, ne? Tower Bridge, Big Ben. Und da hat man deutlichen Unterschied zu Lego gemerkt. Nicht so, dass es jetzt gravierend ist, dass was auseinanderfällt oder geklebt werden muss. Aber schon ein Unterschied. Und das habe ich hier nicht. Das ist erschreckend. Das ist wirklich erschreckend. Es klemmt, es hält und es macht Spaß. Und es ist mir piepegal, ob das nicht das Original ist. Aber ich zahle fürs Original nicht über 400 Euro. Nein, das mache ich nicht. Denn da sind so viele Teile drin, die Monatsmieten kosten. Und ja, das Set an sich, wenn man es neu haben will, ist noch utopischer als 400 Euro. Also, nein. Aber ganz ehrlich gesagt, ich kannte dieses Set auch überhaupt nicht, bis ich es jetzt hatte. Weil ich habe nachgeguckt, das Set ist von 2014 und das war weit vor meinen Dark Ages, beziehungsweise bevor ich die beendet habe. Als ich aus meinen Dark Ages kam, war 2017 und ja, dieses Set hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich meine, ich kannte das Schiff
in ähnlicher Form aus dem Film. Ja, die Filme 1 und 2, die sind mir ja sehr geläufig und die habe ich ja auch rauf und runter gerattert. Aber ich wusste nicht, dass es von Eisenbad ein Set gibt mit dem Schiff. Teil 2, das habe ich ja schon mitbekommen. Da gab es ja eine Masse an Sets. Das Raumschiff von Hast du nicht gesehen? Oder die Raumschiffe war ja einmal das von der Mischmasch und einmal das von Rex. Aber dass es auch aus dem ersten Sets gab, da habe ich mir gar keinen Kopf drüber gemacht. Und ja, es ist gar nicht mal so klein. Das ist wirklich schon ordentlich, was hier vor mir steht. Und das ist gerade mal die Hälfte. Ich meine, wir haben hier noch einiges an Steinen. Hier unten ist noch alles voll. Hier hinten ist noch was drin. Also, wir haben noch einiges an Steinen. Ja, gut. Ich will es nicht zu lang werden lassen. Wir wollen das vielleicht heute hier zum Abschluss bringen. Dementsprechend geht es jetzt weiter. Eieiei, was ein Horror hier schon passiert ist wieder. Also Bauspaß, ja, immer noch da. Darum geht's nicht. Aber ja, das mit den Farben, das ist echt verwirrend. Und deswegen gibt es hier wahrscheinlich auch das Problem, dass gewisse Farben nicht da sind, aber es dann in anderen Farben da ist. Weil es vielleicht, ist jetzt nur eine Vermutung, ist jetzt keine Behauptung, aber der, von dem ich das habe, dass der vielleicht die zur falschen Farbe gegriffen hat, die andere dann vielleicht übrig geblieben ist und dementsprechend ja diese falsche Farbe dann nur noch vorhanden ist, weil ja keine Ersatzteile dabei waren, gehe ich mal von aus. Ich vermute mal, das sind nur die Teile, die an dem Modell dran waren, die ich jetzt bekommen habe. Und dementsprechend kann ich mir das erklären, dass ich jetzt hier etwas in einer anderen Farbe habe, als es eigentlich sein sollte. Ist nur eine Vermutung, wie gesagt. Jedenfalls ist es jetzt auch nicht so wild, weil es ist ja total Steampunk-Optik. Da, wenn da mal die Farbe irgendwo nicht die ist, die es sein soll, fällt das, glaube ich, gar nicht auf. In dem Fall ist das hier das Light Bluish Gray, was eigentlich Dark Bluish Gray sein müsste. Die 1x3 Fliesen gibt es aber nur in Light Bluish Gray und nicht in Dark Bluish Gray. War nicht eine einzige in dem Set dabei in Dark Bluish Gray, von daher, ja. Ist das auszuschließen, dass da. Ja, und die Light Bluish Gray, die sind über. Also, ne, von daher, das müssen die sein, die da drin gewesen sind an der Stelle. Auch wenn es da nicht hingehört, sage ich mal. Bauspaß war aber, wie gesagt, riesig und ist auch genial gemacht. Gut, die Gestaltung, die kommt ja auch nicht von dem Hersteller, von dem ich es habe, sondern von den Dänen. Und das Design von den Dänen ist einfach top. Das ist gut gemacht. Hier oben haben wir einen schwingenden Kronleuchter. Wir haben hier Waffen, wir haben hier eine kleine Kombüse. Also echt interessant aufgestellt. Auch mit den Lichtern und Verzierungen hier und den großen Propeller. Echt cool gemacht. Also ja, es macht richtig Spaß zu bauen und es ist richtig klein und niedlich, obwohl es gar nicht so klein ist. Aber das mit den Farben ist schon teilweise echt Horror. Das muss man einfach so sagen. Wenn man jetzt hier so hinguckt. Man hat hier drei verschiedene Farben und man kann es kaum erkennen. Das hier ist Dark Brown, das ist Dark Bluish Gray und das ist Schwarz. Ja, ne? Wenn man es nicht weiß, woher soll man es wissen?
Und das ist die Problematik, durch die ich mich hier kämpfe, weswegen das teilweise auch etwas länger dauert. Weil ich dann erstmal gucken muss, ist dieses Teil in einer anderen Farbe eventuell da, in der es gar nicht benötigt wird. Und da fiel mir jetzt auf, ja, die hier, die sind über, die werden nicht benötigt in der Farbe. Das können nur die sein, die dahin gehören. So geht das dann Stück für Stück weiter und zieht sich etwas. Und als nächstes kommt der nächste Aufbau hier oben drauf, weil das ist noch längst nicht die Höhe, also das geht noch viel höher. Ja, beziehungsweise Moment, ich glaube, nee, ich irre mich, glaube ich, oder? Das könnte auch sein. Doch, das ist der nächste Aufbau, oder? Ja, hier oben ist das Steuerrad, doch. Das kommt noch höher. Auweia. Also das wird echt ein großes Teil. Weil es hätte ja sonst auch vielleicht hier das verdecken können. Aber nee, das kommt hier noch oben drauf. Aber hier muss ja auch noch irgendwas hinkommen, ne? Weil hier ist ja noch hohl bis zu den Kanonen runter. Ich denke mal nicht, dass das so bleiben wird. Auf jeden Fall kommt ein Mast und der wird dann halt das Ganze hier vervollständigen. Das machen wir jetzt als nächstes und dann melde ich mich zu einem. Oh, nee, warte mal. Ich glaube, wir sollten hier schon Cut machen. Ich will die Videos ja nicht mehr so lang machen und ja, nee, wir machen hier schon Cut. Okay, dann in dem Fall hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Mir hat es riesen Spaß gemacht, hier ein Stück weiterzumachen. Und ja, es wird auf jeden Fall zu lang, um es komplett fertig zu machen, aber es ist zu kurz für den nächsten Teil, wenn ich jetzt hier noch weitermachen würde. Deswegen muss ich jetzt hier Cut machen, weil sonst hätte ich für den letzten Teil noch ein paar Minuten und das wär's. Das ist dann auch blöd. Deswegen mache ich jetzt hier den Cut und verabschiede mich jetzt hier von euch, damit ich beim nächsten Mal noch ein bisschen was an Material habe, dass das auch ein Video wird und nicht einfach nur ein Short-Video. Das wäre ja blödsinnig. Deswegen, ja, damit wir noch den zweiten Teil vernünftig in eine vernünftige Länge bringen können, mache ich jetzt hier den Cut und sage bis zum nächsten Mal, baut rein und danke fürs Zusehen und gebt mir einen Daumen hoch. Ciao!